Hey Freunde! Der neue Auspuff ist da. Ist zwar noch nicht 100% dicht, aber ich hole jetzt eine Dichtung. Also eine Dichtungspaste eher gesagt. Freunde! Wir befinden uns auf den Straßen. Der Roller ist schon ein bisschen warm gelaufen und wegen dem neuen Yasuni Air. Kann ich euch gleich mal zeigen. Ich habe nämlich Kennzeichen ab. Kann mein Roller jetzt immer komplett ohne Verpixelung zeigen. Der zieht schon gut an jetzt. 50er Sportzylinder macht sich da bemerkbar. Also wenn ich da einmal auf Gas gebe. Oh Junge. Das ist schon, man merkt auf jeden Fall den Unterschied zwischen dem Next Air. Ich kann euch das gleich einmal zeigen, weil der Next Air ist auch ein bisschen, der ist viel, viel schmaler geformt. Der ist richtig breit, der Auspuff. Ja, also so sieht er aus. Der Next Air ist ja hier nicht so gekrümmt und der ist hier so ganz, ganz schmal. Hier sieht man eine Blaufärbung. Der ist hier so ganz, ganz schmal, der Next Air. Hier muss jetzt, ich hoffe jetzt Auspuffdichtungspaste, dann gehört das dahin, dazwischen. Man sieht hier überall, wo der Blau anläuft, wenn man das auf der Kamera so sehen kann. Und ja, ich kann meinen Roller jetzt einfach komplett einmal zeigen. Hier natürlich mein Insta, hier die Scootertech Sticker von KMOH. Kennzeichen war ja da unten, das habe ich jetzt weggemacht. Mich haben auch schon drei Leute angehupt, weil ich kein Kennzeichen jetzt dran habe. Da ist dann einfach ein Mittelfinger zurückgeflogen. Kurzer Soundcheck. Alter Junge, die Nadel, guck mal, wenn ich jetzt ganz, ganz schnell bremse, guck mal, wie schnell die Nadel nach unten geht. Ich bin ja jetzt schon auf Null, das dauert ja noch, bis die Nadel nach unten geht. Und so schnell, wie die nach unten geht, geht die auch nach oben. Also das heißt, die Nadel kommt noch nicht mal mit, so schnell wie ich war. Guck, die geht genauso schnell. Ich bin jetzt wahrscheinlich schon mal 40 oder so. Und die muss erst hinterherziehen. Guck, wenn ich jetzt Gas halte, dann geht die erstmal auf 50. Das ist schon heftig. Junge! Also ich bin schon echt zufrieden gerade mit dem Roller. Ich hatte den ja schon in eBay einmal gesetzt. Zum Verkauf halt. Junge! Also man muss sich da wirklich festhalten. Alter Junge, ich brauche echt eine Hinterbremse, Junge. Scootertech, wenn ihr das seht, schickt mir bitte eine zu. Opel! Sorry, dass so lange jetzt kein Video kam. Ich hatte echt ein bisschen Stress mit der Schule. Ich musste sehr viele Aufgaben machen und das ist im Moment sehr stressig eigentlich, aber jetzt werde ich auf jeden Fall erstmal wieder mehr Videos machen. Steve, der aus dem letzten Video der Gewinner, der hat sich nicht gemeldet. Das heißt, es wird jetzt noch einen Gewinner geben. Also insgesamt noch zwei Packs werden jetzt verlost. Nach diesem Video werde ich den nächsten Gewinner zeigen. Also von dem Pack 2 werde ich den Gewinner zeigen. Und im nächsten Video dann vom Pack 3. Digga, also ab 10 km/h zieht er wirklich voll durch. Würde ich Vollgas geben, wird er bis 75 voll durchziehen. Und ab 75 hat der Roller noch Leistung und er wird noch viel schneller fahren, aber er dreht halt einfach zu hoch und damit zerfetze ich mir den Kolben. Und das will ich noch nicht. Noch nicht. Irgendwann, wenn ich mir einen neuen Zylinder bestellt habe, dann haue ich den Omi so weg, Junge. Die Nadel kommt nicht hinterher. Wenn ich das Gas wegnehme, dreht die immer noch hoch. Das ist heftig. Ach, ich kann ja jetzt einfach Scheiße bauen, Digga, und mich kann es nicht jucken, weil ich habe kein Kennzeichen dran. Das ist ja der Vorteil daran. Der Nachteil ist, du wirst da heftig für gefickt. Da, jetzt könnt ihr das sehen mit dem Sportauspuff, dass er so schmal ist. Und meiner ist jetzt, ja, viel breiter. Hier ist eine Kispi und die TGB und irgendeine Piaggio. Alter, der dreht viel zu hoch, der Roller. Okay. Hey. Lol, das ist Georg Kollmann, da habe ich meinen Führerschein gemacht. Könnten eigentlich links fahren. Wo jetzt der... What the fuck, Bruder? Bruder. Hä? Meine Hupe geht nicht. Was ist das denn? Oh, scheiße, da hinten ist Polizei. Gucken, dass die jetzt nichts machen. Okay, der hat mich nicht angeguckt. Wir fahren trotzdem mal hier rechts. Meine Hupe geht jetzt doch wieder. Ich... keine Ahnung, was da jetzt los war. So, ich gehe jetzt eben in den Laden rein und hole mir dann die Auspuffdichtungspaste. Zack. Warte, habe ich gesagt, die haben Mittagspause.
Das war so klar, Digga. Ja, es war so klar. So, komm, Opa, jetzt gib Gas. Bruder, fahr doch jetzt hier nicht 30, Junge. Wer bist du? So, ich würde sagen, das war's auch schon mit dem Video. Lasst gerne Like da und abonniert den Kanal. Nicht vergessen, KMOH und mir auf Insta folgen. Dann könnt ihr das Sticker-Pack gewinnen. Und ja, jetzt zeige ich euch den nächsten Gewinner vom Sticker-Pack. Und ja, let's go. So Freunde, jetzt der Gewinner von dem nächsten Gewinnspiel. Wir klicken auf Start, hier seht ihr nochmal den YouTube-Link, die Settings und Comments 9. Dann klicken wir auf Start und let's go. Gewonnen hat Justin Niebling mit dem Kommentar, will auch gewinnen. Ja, du hast gewonnen, schreib mir auf Insta. Ich schau dann, ob du KMOH folgst, ob du mir folgst. Und Like und Kommentar gemacht hast und natürlich mich abonniert hast. Und wenn das der Fall ist, dann darfst du mir gerne deine Adresse schicken und dann schicke ich dir das nächste Sticker-Pack zu.